Punkt-Toni-Debatte steigen jetzt ein in die Mitarbeiter. Das ist zunächst Tagesordnungspunkt 7, Fortsetzung der Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt im Rahmen der Sondernutzungssatzung. Einreicher ist hier die FDP-Fraktion. Die würde starten und in der regulären Debatte heute beginnen wir die Fraktionsrunde mit der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Manoni. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die aktuelle Lage der Gastronomen, Veranstalter und Händler spricht Bände. Der Ausblick für die nächsten Wochen, wenn nicht sogar Monate, sieht sehr düster aus. Und was wir heute hier tun können, ist das, was wir schon, sage ich mal, im Vorfeld im Ausschuss für Wirtschaftsförderung getan haben. Wir können hier eine kleine Perspektive, wir können in dem, was wir als Stadtrat beschließen können, ein kleines Signal senden an diese Händler und Gastronomen und ihnen die Sondernutzungsgebühren für das nächste Jahr analog zu diesem Jahr erlassen. Wir wissen auch ohne Corona, dass es für die Belebung der Innenstadt, der Stadtteilzentren und so weiter hilft, wenn man öffentliche Plätze ausgestaltet, wenn man sie mit Freisitzen ausgestaltet, wenn man Orte schafft, wo sich Menschen begegnen können, wo sie zusammen essen und trinken können und würden damit auch etwas gegen das Innenstadtsterben tun. Den positiven Effekt haben wir bereits dieses Jahr im Sommer gesehen. Daher bitte ich um Ihre breite Zustimmung, so wie Sie das ja schon in den Ausschüssen getan haben. Und ich bitte darum, dass wir den Bericht des Ausschusses für Wirtschaftsförderung zur Vorlage zur Abstimmung nehmen. Vielen Dank. Damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Wie eingangs gesagt, SPD würde beginnen. Wurde das Wort gewünscht? Nein. Dann als nächstes Dissident, Herr Dr. Schulte-Wiesemann, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Corona schränkt uns ein, Corona belastet uns. Und wenn wir mal an das Gewerbe denken, also den Handel, die Gastronomie, die Märkte, Weihnachtsmärkte, hier gibt es starke Belastungen. Aber wer ist denn noch belastet? Neben den Wirtschaftszweigen ist natürlich, wir sind belastet. Ja, das Gewerbe, da geht es um Geld und bei uns geht es um Lebensqualität. Und dieser Antrag, der ist ein Bausteinchen, ein kleines, aber wichtiges Bausteinchen, dass wir ein bisschen mehr von dieser Lebensqualität im nächsten Jahr bekommen und dass das Gewerbe, der Handel, die Märkte und auch die Gastronomie auch ein bisschen mehr Geld verdienen kann. So gesehen ist das ein sehr, sehr schöner Antrag. Er war auch in seiner Entstehung, Herr Maloney hat so ein bisschen anskizziert, in seiner Entstehung auch ein sehr schöner und harmonischer und konstruktiver Vorgang gewesen. Man muss ja auch mal loben hier im Stadtrat. Also die FDP hat einen Aufschlag gemacht, die FDP hat was aufgeschrieben, dann ging das durch die Ausschüsse. Herr Hilbert hat gesagt, oh ja, die Idee ist ganz gut, kriegt wahrscheinlich eine große Mehrheit, das ist auch sinnvoll, aber wir müssten es ein bisschen anders aufschreiben. Dann hat er also einen Ersetzungsantrag dazu gemacht, also den Text überschrieben. Wir haben im Ausschuss wieder darüber geredet und so war das Ding dann jetzt relativ sauber und relativ mehrheitsfähig. So, finde ich, kann man arbeiten und ich wünschte mir an manch anderer Stelle, dass das auch so laufen würde. Nun ja, für den Rest meiner Zeit möchte ich ein bisschen skizzieren, was in diesem Antrag steht, und zwar in dem Punkt 3, der sich explizit mit der Gastronomie beschäftigt. Es steht drin, dass gastronomische Betriebe 30 Meter um ihren Laden rum auf dem Gehweg, auf Plätzen, wenn ein Platz in der Nähe ist, und auf Autoparkplätzen, also Parkplätze, wo jetzt Autos stehen, Tische hinstellen können und Gastronomie anbieten können und das eigentlich relativ easy. So. Und das bedeutet natürlich, dass ich auch Tische auf der anderen Straßenseite haben kann oder ein bisschen links oder ein bisschen rechts. Es gibt einfach viel mehr Flexibilität. Und das wird sicherlich dazu beitragen, dass die Stadt sich belebt und dass wir ein Stück von dieser Lebensqualität
die ich eben erwähnte, wieder zurückbekommen. Wichtig ist, und wahrscheinlich wird es irgendjemand heute noch mal sagen, dieses Jahr, das hat ja nicht so gut geklappt, wir hatten es ja dieses Jahr schon mal, aber dieses Jahr hatten wir die Regelung erst ab einer Woche vor den Sommerferien und sie kam sehr plötzlich. Das heißt, Gastronomie, Handel konnten sich nicht wirklich darauf einstellen. Jetzt ist es halt komplett anders, denn jetzt, wir haben ja noch 21, ja, also jetzt kann man die Gastronomie, kann sich informieren, kann Anträge stellen, kann sich überlegen, wo stellen wir die Tische hin, kann das Personalkonzept machen und so weiter und so fort. Also ich denke, nächstes Jahr wird es viel, viel besser werden. Und das führt mich zu dem wichtigen Punkt und jetzt rede ich wirklich zu den Gastronomen da draußen und Gastronominnen. Ihr müsst auf jeden Fall Druck machen. Ihr müsst einen Antrag stellen, ihr müsst den Kopf machen. Ihr müsst sozusagen sagen, ich will das. So. Und dann nämlich kommt das ans Laufen, dann reden auch die Leute drüber, dann sind die Gastrogeschäfte besser und schöner und angenehmer und wir alle werden hoffentlich nach diesem Winter ein schönes Frühjahr und einen schönen Sommer haben. Dankeschön. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein? Dann CDU, Herr Karten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, der CDU-Fraktion liegen die Unternehmen natürlich sehr am Herzen, insbesondere die städtischen, die hier ansässigen und da insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen, denn letzten Endes sind sie es, die in der Stadt für Beschäftigung und für ein entsprechendes Steueraufkommen sorgen. Und deshalb muss klar sein, dass diejenigen, die jetzt durch diese Krise besonders gefährdet sind, unsere Unterstützung brauchen. Das sind Unternehmen aus dem Bereich Handwerk, Industrie, Gewerbe, Gastronomie, Tourismus. Wenn Sie mit den Unternehmen sprechen, dann sind dort zum einen schon große finanzielle Beträge aufgelaufen, die schwer im Magen liegen. Und was noch viel schlimmer ist, ist auch eine gewisse Perspektivlosigkeit und damit verbunden auch entsprechende Ängste. Und deshalb muss es unser Ziel sein, in den nächsten Wochen und Monaten alles dafür zu tun, dass wir diese Unternehmen nicht in ihrem Bestand gefährden, sondern dass wir sie für ihren Fortbestand unterstützen. Und dazu ist das, was wir heute beschließen werden, ein wichtiger Beitrag. Und wir sollten das eben auch heute beschließen, damit Planungssicherheit herrscht, damit Klarheit herrscht und damit die Unternehmen planen können. Und ich möchte noch mal deutlich machen, was hier heute zum Beschluss vorliegt. Wir wollen eine Gebührenbefreiung beschließen bis Ende 2022 für Freischankflächen. Wir wollen die Gebühren befreien für Warenauslagen bis Ende 2022, für eintrittsfreie Veranstaltungen, die in der Stadt stattfinden können, ebenfalls gebührenbefreit. Das Gleiche soll für Märkte gelten, außer für Konzessionsnehmer von Weihnachtsmärkten und für Märkte des täglichen Bedarfs oder wo Waren des täglichen Bedarfs angeboten werden und ebenfalls soll es Erleichterungen geben bei der Veranstaltungswerbung. Gleichzeitig gibt es eine Befreiung für den Parkplatz an der Pieschner Allee. Dort wollen wir bis Ende 2022 keine Gebühren erheben für Sondernutzung, beispielsweise für Veranstaltungen, für Jahrmärkte, für Volksfeste. Alles das soll gebührenfrei gestellt werden und es soll auch schon die bereits angesprochene Gebührenbefreiung für die Außengastronomie geben und zwar bis Ende Oktober 2022. Wenn man sich den städtischen Haushalt ansieht, hat es natürlich auch Konsequenzen. Sie sehen in der Vorlage, die Stadt verzichtet hier auf etwa 850.000 Euro an Einnahmen. Auch das soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Diese Gebühren fallen weg. Mit denen können wir im nächsten Haushalt oder im nächsten Haushaltsjahr nicht planen. Die werden nicht kommen. Aber ich denke, es ist eine gute Lösung, die wir hier haben. Und es ist auch angemessen. Und deshalb halten wir das insgesamt für eine richtig gute Entscheidung, die wir heute fällen werden. Und deshalb werden wir das als CDU-Fraktion unterstützen für die Unternehmen in unserer Stadt. Wird Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht, Herr Schulze, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Einzelhändler, liebe Gastronomen, liebe Veranstalter. Das Thema ist kein neues. Es ist sozusagen schon im letzten Sommer aufgekommen. Und das kann ich auch dann zum Teil verstehen, dann, dass Sie bei der einen oder anderen Genehmigung dann auch durchaus frustriert gewesen sind, dann, weil die Umsetzung innerhalb der Stadtverwaltung damals den Willen des Stadtrates nicht unbedingt so abgebildet hat, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Als Grüne haben wir damals dann den Slogan geprägt, Gastro statt Auto. Das heißt, wir würden gerne Parkstreifen dann auch zu Außensitzplätzen umwandeln wollen. Wir würden da gerne auch ein Augenmaß dann beim Straßen- und Tiefbahn, bei der Genehmigungsbehörde natürlich sehen, wenn es darum geht, dann, wenn von der Seite der Gastronomen oder eben halt auch der der Einzelhändler, wenn es um Außenwerbung geht, dass man da an der Stelle auch deutlich hinschaut, dann, dass eben halt auch eher eine Möglichkeit geschaffen wird und nicht sozusagen jede Menge Verhinderungsgründe angebracht werden, dann, warum das eine oder andere, der eine oder andere Parkstreifen, Stellplatz nicht auch zu einem Außensitzplatz umgewandelt werden kann. Was wir sozusagen mit diesem Antrag tun dann und was wir auch mit diesem Beschluss machen, ist dann wirklich Gesundheitsschutz, der auch auf jeden Fall ja notwendig ist im Moment, das wissen wir alle ganz genau, in der Verbindung auch mit dem Stück auch Wirtschaftsförderung zu verbinden, indem wir tatsächlich sagen dann, es kann ausgeweitet werden dann, es können Plätze und Flächen genutzt werden, die in der Vergangenheit das bisher so nicht möglich gewesen sind und dass man auch dann dementsprechend dann auch diese Gebühren erstmal reduziert oder komplett darauf verzichtet. An der Stelle haben wir uns auch als Grüne diesen Antrag mit angeschlossen gehabt dann und ja, bitten hier auch um ein paar hier Zustimmung. Das ist soweit von unserer Seite. Vielen Dank. Wird AfD das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann Fraktion Die Linke, Herr Kiesling. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Belebung der Innenstadt ist in der Überschrift zu lesen. Herr Kraden hat viel über Gebührenerlass gesprochen, scheint ihm am wichtigsten zu sein. Okay, zielgruppenbezogen für die Händlerinnen und Händler, für die Gewerbetreibenden, hat nur mit der Belebung nichts zu tun, weil ich nicht glaube, dass irgendjemand schließt, weil er vielleicht die Gebühren nicht bezahlen kann. Soweit, so gut. Piraten, hier als Dissidentenfraktionsteil, und Grüne reden von Hoffnung und von, würde sagen, besserer Lebensqualität und davon, dass man Parkplätze in Freisitze vielleicht umwandeln kann, damit am Ende die Stadt schöner und auch attraktiver ist und damit Gastronominnen und Gastronomen mehr Einnahmen generieren können. Das wäre schön. Das hatten wir schon beschlossen. Genau das, mit genau den salbungsvollen Worten, haben wir hier vor nicht ganz im Jahr beschlossen. Übrigens damals mit dem Auftrag an den Oberbürgermeister, eine Ermessensrichtlinie zu beschließen. Er sollte also seiner Verwaltung eine Handhabe geben, damit sie sicherer ist, wenn sie einen Parkplatz in einen Tisch, wo man essen und trinken kann, umwandeln soll, dass sie da nichts falsch machen und nicht irgendwie irre laufen. Und als wir diesen jetzt von der FDP eingebrachten Antrag im Ausschuss hatten und die Frage kam, wo ist die Ermessensrichtlinie, da kommt zur Antwort, ja, die gibt es nicht. Und in dem Text, in der Begründung, warum es sie nicht gibt, steht drin, da gibt es ja schon viele Gesetze, und diese Gesetze reichen, um das Ermessen auszuüben. Und dann hat die Verwaltung, die dem Oberbürgermeister untersteht, auf einer Seite im Internet geschrieben, wie sie das Ermessen ausüben will. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Seite angeschaut hat. Da steht genau drin, unter welchen Kriterien kann man denn überhaupt, wenn es nach dem Ermessen der Stadtverwaltung geht, einen Parkplatz in einen Außenplatz für Gastronomie umwandeln. Und wer ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, der liest dort überhaupt gar nicht, es geht nicht. Allein die Forderung, als Beispiel die Forderung ohne Ermessen, da steht drin, keine Anliegerinteressen beeinträchtigen. Ja, Entschuldigung, wie soll das gehen? Und wenn jemand Ermessen ausübt, findet sich immer irgendjemand, der in der Nähe wohnt, dessen Interesse beeinträchtigt ist. Keine Fußgänger- und Radfahrerinteressen beeinträchtigen. Reine Ermessensaussage. Und es wird sich immer jemand finden, der sagt, mein Interesse ist beeinträchtigt. Es darf keine Begehbarkeit der Freisitze von der Straßenseite geben. Steht da drin. Da steht keine Begründung, da steht nicht das Gesetz, wo drin steht, verboten sind Außengastronomien, die man von der Straße aus betreten kann. Ich glaube auch, das ist Unsinn, steht aber als Kriterium drin.
Übersetzt heißt das, der Stadtrat hat einen klaren, vernünftigen Auftrag gegeben, nämlich macht diese Stadt attraktiver im Sommer, macht sie schöner und gibt dafür noch Menschen eine bessere Verdienstmöglichkeit. Das hat der Stadtrat beschlossen. Und der Oberbürgermeister als Vorsitzender des Stadtrates hat zum Chef der Verwaltung, also auch der Oberbürgermeister, wahrscheinlich im Selbstgespräch gesagt, das werden die schon da unten machen im Straßen- und Tiefbauamt, und hat sich dann nicht mehr drum gekümmert. Und rausgekommen ist, dass auf den Beschluss des Stadtrates vom letzten Jahr hin ganz genau vier Gastronominnen und Gastronomen in der Stadt den Antrag gestellt und bewilligt bekommen haben. Vier. Das war das tolle Signal und die tolle Entwicklung vom Beschluss des letzten Jahres. Und wenn dieser Stadtrat etwas tun will, dann soll er bitte den Oberbürgermeister treiben, dass nach diesem Beschluss jetzt im nächsten Sommer nicht 4, sondern 40 oder 400 Gastronomen das tun. Das wäre angemessen. Vielen Dank. So, damit wäre die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Wird ein Schlusswort gewünscht. Bitte schön, Herr Maloney. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, in dieser Harmonierunde in der Debatte, die so wieder losging, habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich gar nicht mehr vorgehen. Aber Herr Kiesling hat es Gott sei Dank geschafft, hier an der einen oder anderen Stelle nochmal den einen Punkt zu setzen, den ich nochmal klarziehen möchte. Zur Genese dieses Antrages, der ist im letzten Jahr, falls ich noch daran erinnern können, haben wir einen Antrag eingebracht, der von Herrn Rautsch mit Lamontin nicht umgesetzt wurde, weil er irgendwie als nicht umsetzbar gab. Dann gab es nach etwas Protest und Nachfragen dann doch Bewegung bei seinem Nachfolger, und wir sind zu einer Einigung gekommen, die eben rechtssicher durchführbar war und den Händlern dann doch etwas Gebührenerlass gebracht hat. Und ich finde es, Herr Kiesling, ehrlich gesagt arrogant, überheblich und fernab jegliche Realität, wenn Sie sagen, diese Gebührenfreiheit, die bringt den Gastronomen gar nichts, der geht ja nicht pleite, wenn er diese Gebühren zahlen muss. Das finde ich abgehoben, das finde ich bösartig, besonders von jemandem, der in einem Verein arbeitet, der freier Träger ist, wo dieser Stadtrat ja beschlossen hat, dass man dort nur das Kurzarbeitergeld aufstockt, aus städtischen kommunalen Mitteln. Das heißt, das, was Sie hier machen, das zeigt einfach mal wieder, wie abgehoben, wie entfernt die Linken dann doch von der Realität sind. Und der zweite Punkt, wir hatten ja zuletzt, gab es seitens der SPD von Herrn Pallas und, sage ich mal, von einigen Mitgliedern der CDU schon den ein oder anderen Angriff auf den Oberbürgermeister, der nicht inhaltlicher Art war, sondern wo es einfach darum ging, wir haben auf den Oberbürgermeister drauf, weil wir haben ja noch keinen geeigneten Kandidaten und haben vielleicht doch ein bisschen Angst, jemanden zu nominieren und müssen jetzt mal den Oberbürgermeisterwahlkampf starten. Das können Sie ja gern tun. Ich möchte Sie aber noch mal an eins erinnern. Wir haben hier rechts und links von mir auch noch ein paar Beigeordnete sitzen in den jeweiligen Fachbereichen. Und diese Beigeordneten sind ja das Ergebnis des Zusammenschlusses einer sogenannten Gestaltungsmehrheit. Das heißt, Herr Kiesling, wenn Sie mit einem Finger auf den Oberbürgermeister zeigen, zeigen Sie mit den anderen vier Fingern auf sich und auf Ihre Gestaltungsmehrheit und auch auf Ihre Beigeordneten. Vielen Dank. So, damit wäre die Debatte beendet und wir kommen zur Abstimmung. Es war Schlusswort gewesen, und wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltungen? 67 Ja-Stimmen, einstimmig so beschlossen. Geschäftsordnungsantrag oder persönliche Erklärung, Herr Kiesling. Ja, natürlich muss ich eine persönliche Erklärung dann machen, wenn Herr Maloney in seinem Versuch, den Oberbürgermeister zu schützen, dann zu Beleidigungen greift und vor allem dann, wenn er nicht zuhört, was ich gesagt habe. Denn meine Aussage war, der Erlass von Gebühren trägt nicht zur Belebung der Innenstadt bei. Er bringt natürlich den Händlerinnen und Händlern, die Gastronomen und Gastronomen etwas, nämlich genau die erwähnten 850.000 Euro. Aber es hat nichts mit der Belebung der Innenstadt zu tun. Das habe ich gesagt. Und wenn Sie in Ihrer inneren Empörung vielleicht zuhören würden in Zukunft und wenn Sie es vielleicht schaffen würden, den Oberbürgermeister, bevor ein Fehler hier politisch diskutiert wird, darauf hinzuweisen, dass da was zu tun ist, wäre es besser, als dann hier relativ hilflos zu seiner Verteidigung anzutreten. Vielen Dank.